Wir werden jetzt reich. Habe ich mir einfach so in den Kopf gesetzt. Ich finde, das ist ein guter Plan. Kann man machen. Wir werden jetzt im Markt mal diesen lustigen... Nein, dieses Sternenstück verkaufen. Was? Boy, 4.900 Pokédollar. Das ist ordentlich. Das ist das Doppelte von dem, was wir bisher haben. Und jetzt ist bestimmt der Verkäufer pleite. Ja, geil. Ich würde sagen, da decken wir uns doch direkt mal ein bisschen mit neuen Sachen ein. Wir haben nämlich das Problem, dass wir langsam Supertränke brauchen. Wobei ich kurz gucken muss... Oh, ja, ist ja gut. Ich will mal kurz gucken, wie viele HP meine Pokémon inzwischen haben. 45, 34, 39. Es lohnt sich noch nicht so ganz. Ich würde sagen, wir brauchen erstmal unsere Tränke auf. Unsere normalen Tränke. Was hat er denn noch so? Feuerheiler, Fluchtseil, Schutz. Also der hat nicht so coole Sachen. Der hat auch noch keine Superbälle. Das heißt, sparen wir unser Geld erstmal ein bisschen und gucken mal. Hallo. Lamus wendet sich ab. Lamus, schlag zu! Oh nein, wieder nicht. Ja gut, okay, da versucht jemand irgendwie die Hecken zu schneiden. Da-da-da. Ach ja, der Fahrradladen. Hihihihi. Schön. Azuria City, ach ja. Hier gibt es übrigens eine Arena und diese Arena werden wir demnächst unsicher machen. Übrigens die zweite Arena, mit der wir es eher schwer haben mit unserem Starter-Pokémon. Da gibt es nämlich Wasser. Generell eine sehr unangenehme Arena für Gamer. So, Radfratz. So, ich muss jetzt mal gerade schauen. Kommen wir denn überhaupt wieder dorthin zurück, ist die Frage. Ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen, dass wir da gar nicht wieder hinkommen, so einfach. Ja, sieht nämlich fast so aus. Wir hätten wahrscheinlich, wenn wir da noch irgendwie was hätten reißen wollen, auf dieser Route, hätten wir vermutlich... Ja. Das ist schade. Da kommen wir nämlich jetzt gar nicht wieder hin. Na gut, ist das halt so. Oh, ein Retter. Das haben wir noch gar nicht. Versuchen wir es mal einzufangen. Bam, 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 bam. Ja gut. Es gibt oben über Azuria City wurde umwickelt. Oh nein. Es gibt oben über Azuria City eine Route, wo man dann schön trainieren kann. Nun, ich wollte es eigentlich fangen. Naja. Und das werden wir auch in Anspruch nehmen, bevor wir die Arena unsicher machen. Habitak haben wir, glaube ich. Doch, Habitak haben wir schon. Das sehen wir an dem Pokéball links neben dem KP. So. Ups. Ich vergesse mal, dass ich rennen will und nicht vorspulen. So. Ja gut. Dann gehen wir doch mal auf die Route direkt. Ich glaube, es gab auch da unten noch... Da kommen wir jetzt aber momentan noch nicht hin. Eine Pokémon-Pension. Ach ja, und was ich noch machen wollte, stimmt. Da habe ich jetzt fast vergessen. Ich wollte austauschen. Mal ein paar Pokémon raubkopieren. Nehmen. Team ist voll. Ach so, ablegen. So, wir legen mal Ratatolle ab. Und holen uns dafür irgendwas anderes Cooles. Kleinstein. Kleinstein ist doch eine schöne Investition. Wobei. Nee, ich hab's mir anders überlegt. Mir fällt gerade auf, dass wir lieber irgendwas nehmen sollten, was Pflanziges. Was wir trainieren für die Arena. Deswegen gehen wir oben in das. Nachher oben, wenn wir in das Grasstück gehen, werden wir dann einfach mal gucken, ob es dort Myrapla oder einen. Ja, einen Myrapla gibt. Oh, Jürgen, hi Matta. Du bist also immer noch unterwegs. Mir geht's bestens. Ich habe jede Menge... Ich habe gar nicht gefragt, wie es dir geht. Neue starke Pokémon gefangen. Zeig, was du gefangen hast. Zeig, was du gefangen hast, Matt. Wie er uns einfach aufzwängt, mit ihm zu kämpfen. Vielleicht will ich überhaupt nicht mit Jürgen kämpfen. Er hat schon Dauboga. Ja, super. Ja, ich hoffe, wir kriegen hier jetzt nicht zu große Probleme. Ich würde mal sagen, wir wechseln mal
Pikachu aus. Ist natürlich ganz schön niedrig vom Level her. Kämpfe gegen Jürgen sind halt immer nicht so toll. Weil Jürgen natürlich schon sehr starke Pokémon hat. Ja, super. Unser Zeus ist schon fast tot. Ich glaube, dem hauen wir direkt mal einen Trank in den Rachen. Vielleicht haben wir ja Glück und Tauboga greift jetzt nicht an. Nee, natürlich. Ach. Ach, Mann. Ja, okay. Ich war aber jetzt auch nicht vorbereitet, weil ich ganz vergessen hatte, dass der Kampf jetzt kommt. Mau. Mist. Nee. Boah. Ihr seht schon, wir haben arge Probleme. Oh, weia. Normalerweise muss man halt schon, bevor dieser Kampf stattfindet, ein bisschen trainieren. Sonst sieht's übel aus. Komm schon. Oh ja. Wie er uns fertig macht. Ja, ich hoffe mal, dass wenigstens unser Hackmeister dann jetzt ein paar EP bekommt. Ruckzuckieb ist schon nützlich. So. Radfratz. Ja, wir haben auf jeden Fall vor, Hackmeister zu behalten. Ein Hackmeister ist eigentlich ein ziemlich starkes Vieh. Wie wir auch eben bei dem gegnerischen Tauboga gesehen haben. Entwickelt sich aber normalerweise erst auf Level 18. Komisch, dass er schon einen Tauboga hatte. Tschüss. Oh. Okay, immerhin Level 15 geworden. Shiggy. Gegen Shiggy haben wir ja eigentlich nicht so viel auszurichten jetzt. Ich hoffe, wir schaffen das überhaupt noch. Sonst wird's doof. Sonst verlieren wir die Hälfte von dem Geld, was wir jetzt eben bekommen haben. Durch das coole Sternenstück. Das wäre sehr, sehr traurig. Hoffen wir einfach mal das Beste. Hoffen wir mal, dass er keinen Supertrank benutzt. Dazu neigen diese NPC-Trainer nämlich. Autsch. Du schaffst das, Hackmeister. Du bist doch der Hackmeister. Oh, weia. Okay, tschüss, Hackmeister. Sobald Hubert eine Aquaknarre abkriegt, wird's schwierig. Komm schon. Oh, wie wenig Schaden das macht. Hier sind halt auch einfach mal 4 Level unter ihm. Das ist schon übel. Sollte man normalerweise nicht machen. Ich hatte es nur, wie gesagt, vollkommen vergessen. Ist lange her. Komm schon! Sehr gut. Okay, nur noch eins. Abra. Also mit Abra dürften wir eigentlich klarkommen. Komm schon. Oh. So. Ja gut, echt. Anscheinend kann der nur Teleport. Ja. Nee, dann haben wir eigentlich gewonnen. Sehr gut. Boah, das war aber echt gerade so eine kleine Zitterpartie. Es hätte sein können, dass wir fertig gemacht werden. Durchaus. Okay, dann wissen wir ja, was wir jetzt zu tun haben. Wir müssen auf jeden Fall Zeus trainieren. Weil wir den im Arena-Kampf brauchen. Hey, schon gut, du hast gewonnen. Aber den im Arena-Kampf brauchen und... Soll ich dir was verraten? Ich war bei Bill und habe mir seine seltenen Pokémon zeigen lassen. Ist das jetzt ein Synonym für Blowjob oder... Das hat mir einige Einträge in meinen Pokédex gebracht. Okay.
Bill ist weltweit als Pokémaniac bekannt. Er hat das Pokémon-Lagerungssystem für den PC entwickelt. Du kannst dich bei ihm dafür bedanken. Naja, ich hau ab, mach's gut. Ja, bei dir bedanke ich mich allerdings nicht. Wie? Kommt er nochmal wieder? Oh ja, genau, du tust mir leid. Nein, wirklich, du mühst dich immer so ab. Darum will ich dir einen Gefallen tun und schenk dir das. Ruhmesdatei. Ein redseliges Plappermaul wie du, das ist wie für dich geschaffen. Ich brauche es nicht, da ich mich nicht um die anderen schere. In Ordnung, jetzt muss ich aber wirklich gehen. Tschüss. Ruhmesdatei, was war das? Was hat er uns da gegeben? Ich kenne das gar nicht. Ein Gerät, das dir Infos über wichtige Personen, die dir begegnet sind, ins Gedächtnis ruft. Ach so. Oh ja, gut, das ist jetzt nicht so wild. Kann man die... Hallo, bla bla bla. Okay, hätte ja sein können... Also okay, da kann man sich nochmal die Sachen anlesen, die Leute zuletzt gesagt haben. Ist jetzt nicht so spannend irgendwie. So, erstmal alle reparieren und dann schicken wir mal Pikachu nach vorne und hoffen einfach, dass es nicht alle naselang umfällt. Und dann geht's mal los mit dem Trainieren hier. Route 24. Speichern. Käfersammler, glaube ich, oder? Das hier ist die Nuggetbrücke. Wenn du uns 5 Trainer besiegst, erhältst du einen wertvollen Preis. Willst du dein Glück versuchen? Oh, ein Nugget kommt man dann. Cool, ein Shit-Nugget. Dam, dam, da, da, bam. Wobei ja eigentlich es fast sinnvoller gewesen wäre, jetzt hier Hackmeister zu... Wobei, die haben so ein geringes Level, da können wir auch ganz gut Zeus trainieren. Da! Das ist so lächerlich. Diese... die Level im Vergleich zu den Pokémon von Jürgen eben. Finde ich interessant, dass sie das so abgestuft haben. Wahrscheinlich, damit man nicht so viel trainieren kann vor dem Arena-Kampf, damit es nicht so einfach wird. Tada! Oh, bitte nicht. Bitte keine Vergiftung. Oh, schnell, mach es tot. Saftkorn. Mal wieder ein Saftkorn. Oh, ich kann die langsam nicht mehr sehen, diese Viecher. Ja, er macht wieder härter, bis er härter ist als Wolfram. Diese Käfers. Ich frag mich ja irgendwie. Keine Ahnung. Es wird denen nicht irgendwann langweilig, wenn die jetzt immer nur mit diesen Käfern rumrennen. Naja gut, man kennt das ja noch aus der Kindheit. Mit einem Glas rumlaufen und irgendwelche Käfer einfangen. Und die dann gegeneinander kämpfen lassen bis aufs Messer. Nee, das geht natürlich nicht. Das geht nur im Pokémon-Universum. Yay, Level 14. Wow, du bist gut. Danke, danke. Pokémon... Ja gut, wir werden es weiter versuchen mit Pikachu. Ich bin Nummer 2. Nun wird es ernst. Ja, die tun so, als wäre das hier voll die Challenge. Dabei ist das total lächerlich. Zumindest im Vergleich zu dem Kampf gegen unseren Rivalen eben. Aber die hat wenigstens mal Level 12 Viecher. Da können wir wenigstens ein bisschen mehr erwarten an EP. Ja, wenn wir nachher zu Bill kommen, bringt uns das also jetzt nicht so viel. Das ist halt nur ganz cool, weil man dann nicht mehr jemandes PC stehen hat,
Ich glaube, er gibt uns auch noch irgendwas anderes, aber ich habe gerade vergessen, was. Ich hätte auch gerne einen Myraplan. Hallo. Ich wechsle mal Hackmeister aus. In denen müssen wir ja auch noch trainieren. Lockduff. Das ist eine der neueren Attacken. Es sind ja mit den ganzen Editionen immer mehr Attacken hinzugekommen. Und bei Feuerrot und Blattgrün ist es halt so, dass sie da schon Attacken der dritten Generation drin haben. Die ist jetzt so... in der alten halt gar nicht gab. Wie halt zum Beispiel Lockduft. Glaube ich. Das gar nicht gab. Ist Lockduft schon? Oh, schön viel DP. Wie konnte ich nur verlieren? Ja. Das ist immer die große Frage. Warum rede ich noch weiter so wie die? Ich weiß es nicht. Hat er jetzt auch eine Göre? Dann sagt wenigstens keiner mehr, ich klinge wie Johann König. So, Hier kommt Nummer 3. Ich mach dir das Leben schwer. Ich glaube kaum. Teenager Frieda. Was ist denn Frieda für ein Name? Kenne ich gar nicht. Noch nie gehört. Oh, das ist natürlich jetzt... Was soll Pikachu denn gegen den Boden-Pokémon machen? Typisch wieder. Typisch. Ich glaube, Kampf ist gut gegen Boden, oder? Oder? Ich weiß gar nicht. Wenn er jedenfalls noch weiter Sandwirbel macht, dann sehen wir gleich nichts mehr. Fußkick, bringt das was bei dem? Och nee, geht auch noch daneben. Ich hasse es. Ich hasse es, wenn sie ständig Sandwirbel machen. Ich meine, sowas macht man doch nicht. Man streut doch niemandem Sand in die Augen. Das schickt sich einfach nicht. Da. Oh, Pikachu ist direkt eingeschüchtert. Ist ja typisch, ne? Schlange gegen Maus. Ist auch nicht so toll für die Maus. Boah, bei der gelben Edition war das immer voll cool. Da hat Pikachu nämlich wirklich Pikachu gesagt. Es klang nur nicht wirklich wie ein Pikachu-Ruf, weil es war ja dieser gammelige MIDI-Sound von einem alten Gameboy. Und es war bestimmt nicht einfach, da ein Geräusch zu erzeugen, das klingt wie Pikachu. Also wie, als würde jemand Pikachu sagen. Es klingt auch entsprechend scheiße. Aber es ist ganz witzig irgendwie. Schade, dass sie es danach nicht mehr gemacht haben, wo es technisch besser möglich gewesen wäre. So, Zeus erreicht Level 15, Doppelteam. Ja, ich weiß ja nicht. Doppelteam ist jetzt nicht so cool. Aber wir werden es mal gegen guten Schlag eintauschen. So. 15 Pikachu-Line. Ich glaube, Mistys Pokémon, also die Arena-Leiterin, hat ein Level 18 Sterndu und ein Level 21 Starmie, soweit ich mich noch erinnere. Das heißt, wir müssen schon noch ein bisschen trainieren, was? Na gut, wir werden mal... Ich weiß nicht. Ich bin mir unsicher. Die Nuggetbrücke machen wir in der Folge auf jeden Fall. Und dann werden wir vielleicht mal noch nach einem Myrapla suchen, dass wir dann trainieren. Nidoran männlich. Oh Mann. Schön Ruckzuckhieb, den Erstschlag ausnutzen. Energiefokus. Er pumpt sich auf. Er hat eine Penispumpe. So.
Nidoran waren übrigens zu Beginn der Pokémon-Reihe die einzigen Pokémon, die ein Geschlecht hatten, schon immer. Wurde dann, sieht man auch daran, dass halt das männliche Symbol und das weibliche Symbol direkt im Namen vertreten sind. Ach ja, super. Hat es uns noch vergiftet in den letzten Atemzügen. Und später dann wurde das natürlich abgelöst, beziehungsweise gab es dann für alle Pokémon Geschlechter. Und man konnte sie dann auch... Entschuldigung. Man konnte sie dann auch züchten. Plötzlich haben die Pokémon das Vergnügen am Geschlechtsverkehr bemerkt und sind jetzt gar nicht mehr aufzuhalten. Seitdem vermehren sie sich wie die Kanickel. Ja, okay. Tschüss, Pikachu. Ja. Was wir auf jeden Fall auch noch sehr gut gebrauchen können werden, ist ein Abra. Allein aus dem Grund, weil es ein Psycho-Pokémon ist. Und Psychopathen kämpfen bekanntlich besonders gut, weil sie nicht nachdenken, bevor sie angreifen. Und einfach nur zuhauen. Nein, Psycho-Pokémon sind ziemlich gut. Ziemlich stark. Weil die Attacken einfach fast alle riesig Schaden machen. So, Level 16. Leider entwickelt es sich erst auf Level 18. Glaube ich. Ich habe auch verloren. Und wir müssen schon wieder zurück ins Pokémon Center, denn es hat Zeus schon wieder umgehauen. Du bist mir ein guter Gott. Ich dachte, Götter wären unsterblich. Du, ich will dieses Shit-Nugget haben. Ich glaube, das gibt nämlich auch nochmal 5000 Poké-Dollar. Ich bin Nummer 5. Dich mache ich platt. Camper Ewald. Pff. Oh, er hat einen Mankey. Level 18. Oh, die mit den Einzel-Pokémon sind gefährlich. Weil die ganz schön zuhauen. Habe ich ja früher auch so gemacht. Ich habe oft so durchgespielt, dass ich halt nur 2 bis 3 Pokémon wirklich trainiert habe. Mich dann sozusagen auf die konzentriert habe. Und... das hat eigentlich immer ganz gut geklappt, bis man dann in der Top 4 war. Das war halt da, wenn man in der Pokémon-Liga ist, ist halt das Problem, dass man zwischendurch die Pokémon nicht heilen kann. Und sobald man halt nur 3 zur Auswahl hat, wird das sehr schnell sehr, sehr nervig. Deswegen habe ich dann immer später... Das war zu viel. Deswegen habe ich dann immer später die Viecher wieder aufgestockt auf 6, kurz bevor ich dann in der Pokémon-Liga unterwegs war. So, dann gib mir mal das Shit-Nugget. Herzlichen Glückwunsch, du hast alle 5 Trainer besiegt. Du hast einen großartigen Preis gewonnen. Mathe erhält ein Nugget. Möchtest du auch Mitglied des Team Rocket werden? Unsere Gruppierung benutzt Pokémon für teuflische Zwecke. Möchtest du beitreten? Warum kann man hier eigentlich nicht Ja sagen? Vielleicht will ich ja der Böse sein. Ich empfehle dir, ein Mitglied zu werden. Ich glaube, ich sollte ein wenig Überzeugungsarbeit leisten. Dieses Angebot kannst du nicht ablehnen. Sind das eigentlich auch Kinder? Warum habe ich eigentlich nicht den Hitler-Akzent benutzt? Verdammt. Verdammt. Ich habe irgendwie nicht gerallt, dass der vom Team Rocket ist. Oh, Kinder, ich bin gerade... tut mir leid, aber ich bin gerade ganz, ganz, ganz schlimm müde. Ich weiß nicht, was das ist. Nachmittagsmüdigkeit oder so. Also, wundert euch nicht, wenn ich jetzt gerade irgendwie... so ein bisschen rumgähne. Upsala, was war das denn? Was soll ich in dieser Situation tun? Wie stelle ich das an? Was bedeutet dieser Begriff? Elementklassenliste. Okay.
Wusste ich gar nicht, dass es hier sowas gibt. So ein Menü für Doofe sozusagen. Aber Servus, ich bin das Hilfemenü, ist halt auch lustig immer gewesen. Aber es sagt gar nicht mehr Servus. Voll doof. Zubat! So. Pikachu bekommt jetzt nochmal einen Trank eingeworfen. Pokémon werden immer einfach mit irgendwelchem Alkohol abgefüllt, damit sie weiterkämpfen. Ihre Wunden nicht spüren. So. Und es ist paralysiert, weil es mich gebissen hat. Nun, Zubat. So hast du dir das nicht vorgestellt. Wahrscheinlich hast du dir gar nichts vorgestellt. Wobei, du musst dir was vorstellen. Du hast ja keine Augen. So. Bitte, Level 16 für Zeusilein. Level 16, yay! Arg! Boah. Bei deinem Können wärst du im Team Rocket leicht die rechte Hand vom Boss. Seht ihr? Rechte Hand. Ich sag euch doch, das sind Nazis. Denkt darüber nach. Lasst dir diese Chance nicht entgehen. Okay. Tschüss. So, Leute. Und in der nächsten Folge werden wir hier in diesem großen, hohen Gras nach Myrapla suchen und nach Abra. Und werden damit wahrscheinlich unser Team aufstocken. Werden das wahrscheinlich dann auch austauschen gegen Smetbo. Ganz schon aus dem Grund, weil Smetbo einfach keine coolen Attacken mehr lernt. Und Abra hingegen schon. Ja, müssen wir dann mal sehen. Vielleicht können wir es ja auch... Vielleicht können wir es ja sogar dann zu Simsala weiterentwickeln, indem ich irgendwelche Cheats benutze oder so. Denn normalerweise kann man das nur, wenn man es tauscht. Was wir hier nicht können, weil das hier emuliert ist. Aber vielleicht fällt mir dazu ja noch was ein. In der nächsten Folge geht es also weiter mit Pokémon fangen, Team aufstocken, optimieren und weiter trainieren. Und wir treffen auf Bill. Bis dahin, ciao!